Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Um was geht's heute? Einmal Vierers kurz. Habe ich vor kurzem erst drüber gesprochen, blende ich euch hier nochmal ein. Das Video hat der ein oder andere von euch bestimmt gesehen. Da gibt es neue Informationen, die sind mega interessant. Es gibt Gameplay als Vierer-Squad. Ist als Glitch einem russischen, ich glaube es ist ein russischer Streamer, dem ist das vor ein paar Tagen passiert. Die Bilder sind jetzt im Netz gelandet, ich glaube bei Reddit. Und der Dataminer Bias12 hat das veröffentlicht. Und es gibt Gameplay-Szenen. Das scheint Rohmaterial vom UFO zu sein. Erinnert euch, habe ich auch vor kurzem erst drüber gesprochen. Das, was ich hier habe, das ist so eine Art Rohfassung wie eine Legende. Man sieht leider kein wirkliches Layout, wie einer über das UFO rumspringt, so ein bisschen rumballert. Da kommen aber so eine Art Tennisbälle aus der Waffe. Ich konnte es leider nur ohne Sound runterladen. Da sieht man, dass vielleicht auch eine andere Waffe in der Mache ist. Wir werden es sehen. Ich fange jetzt einfach erstmal mit dem Vierer-Squad an. Scheinbar ist es ein russischer Streamer. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Es ist aber Fakt. Es ist kein Fake. Der Dataminer BS12 scheint das ein bisschen genauer unter die Lupe genommen zu haben. Ich werde es euch einfach mal einblenden. Und zwar ist das der Stream. Und hier ist dem aufgefallen, na, es wird dem schon eher aufgefallen sein, nicht hier erst an der Stelle, dass die im Vierer-Squad tatsächlich unterwegs sind. Das ist relativ aktuelles Gameplay. Wir sehen es auch am Evo-Shield. Das ist schon auf der aktuellen neuen Stufe nach dem Patch, wo man schon wieder 50 HP auf das Evo-Shield hat. Ganz interessant. Und in dem letzten Video, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, hier habe ich euch diesen Quellcode-Fetzen eingeblendet. Und da war schon ersichtlich Cooldown-Zeit, First Pick, Second Pick, dann wird halt der dritte und der vierte Charakter noch gewählt. Und das sind die Cooldown-Zeiten jedes Mal, bevor die Runde anfängt, wenn man einen Charakter wählt. Das gibt Aufschluss darauf, dass es tatsächlich bald einen Vierer-Squad gibt. Und wie gesagt, dieses Material, das scheint versehentlich irgendwie ein Glitch geworden zu sein, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Wie man diesen Glitch provoziert, ist aktuell unbekannt. Der Glitch kann aber auftreten. Ist hier auf dem PC passiert, das sollte deutlich zu sehen sein. Und man geht davon aus, auch die verschiedenen Dataminer, dass mit dem Crossplay tatsächlich der Vierer-Squad schon mit eingefügt werden soll. Ob das jetzt tatsächlich so passiert, das möchte ich auch nochmal betonen, das liegt irgendwo in der Ferne, in der Zukunft, wir werden es sehen. Man munkelt immer noch, dass am 15. mit dem neuen Event, sprich nächste Woche Dienstag, Crossplay schon kommt. Ich betone auch hier nochmal, ich denke, dass es erst mit Split 2 kommt, weil das wird definitiv ein größeres Update werden. Auch wenn die Dataminer den 15. September für Crossplay sagen, glaube ich, dass es am 29. soweit ist, wenn Split 2 startet. Weil in Season 5 hat man auch schon einen Split-Wechsel und das war ein Riesen-Update. Erinnert euch, in Season 5, da ist einiges passiert. Jetzt zeige ich euch nochmal hier von dem animierten UFO ein wenig Gameplay. Wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich selber feststellen, dass das eine ziemliche Rohfassung ist. Aber deutlich zu sehen ist dieses UFO. Hier sieht man auch die Waffe. Man könnte denken, sieht wie aus wie so eine Shotgun, keine Ahnung. Auf jeden Fall schießt das Ding ja wie so eine Art Bälle ab, die immer wieder abprallen. Keine Ahnung warum, weshalb. Das scheint nur eine Testversion oder Testfassung zu sein von dem ganzen UFO. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und hier sehen wir auch so ein Stück weit, wie groß das UFO sein wird. Und man munkelt, dass irgendwann Richtung Oktober, Mitte Oktober, das UFO nicht auf dem Kings Canyon, sondern auf dem World's Edge landen soll. Und dieses Knock Knock, darüber habe ich auch schon mal berichtet, wenn ihr aktuell die Map auf dem World's Edge öffnet, ganz oben rechts steht in ganz leichter, klarer Schrift Klopf Klopf, also Knock Knock zu Englisch, zu lesen. Und das soll in Verbindung mit dem UFO stehen, das wohl angeblich dort hinten am Horizont das UFO auftaucht. Ganz, ganz interessante Geschichte. Das soll es soweit von meinen News-Updates schon wieder gewesen sein. Findet ihr die Informationen interessant? Lasst dem Video wie immer einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Bald haben wir die 10.000er Abo-Grenze erreicht. Ich freue mich sehr und eventuell werde ich morgen ein kleines Ranking für die seltensten bzw. am schwersten zu erreichenden Badges raushauen. Das haben sich einige Zuschauer gewünscht. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Das wollte ich eigentlich schon lange machen. Ein fleißiger Abonnent hat mich vor ein, zwei Tagen nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich das vorhatte. Und da werde ich mich die nächste Zeit voraussichtlich heute noch mit ransetzen. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.